So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal ein ganz klassisches Haltungsvideo, nämlich zu meinen Schaben. Genauer gesagt, nämlich zu einer ganz besonderen Schabenart. Nämlich mit einer meiner ersten zwei Schabenarten. Ich hatte ja als erste zwei Schabenarten die Compatorina oblongonata. Diese Art ist es aber nicht. Nämlich diese Art heißt Olleropoda insignis. Heißt auf Deutsch Flachhorn-Fauchschabe, weil, wie man schön sehen kann, die adulten Tiere und auch die Männchen, da sieht man eins gerade an der Banane, das rechte Tier ist zum Beispiel Männchen, die haben ganz flaches Halsschild und auch ganz, ganz flache Hörner. Aber eine sehr faszinierende Art, was mich natürlich zu meiner heutigen Schabenhaltung auch inspiriert hat und vor allem auch ermutigt hat, da weiterzumachen. Das waren auch meine ersten Zuchterfolge mit Schaben und um die soll es natürlich dann auch heute gehen. Ich hatte die dann eine Zeit lang nicht mehr, weil ich dann von den Fauchschaben auf ein paar anderen Schaben umgestiegen bin und dann die Olleropoda insignis eine Zeit lang nimmer hatte. Jetzt hatte ich die mir vor einer längeren Weile schon geholt wieder und man sieht, die züchten wieder sehr, sehr gut. Aktuell bin ich auch sehr, sehr angetan von den ganzen Fauchschabenarten. Bin auch wirklich hoch begeistert und da wird auch in Zukunft sowieso noch die ein oder andere weitere Art einziehen. Genau, aber wie gesagt, jetzt reden wir mal über die Olleropoda insignis. Nämlich, wie ja schon gesagt, ihr Name hat sie dadurch, dass sie halt wirklich ein sehr, sehr flaches Halsschild hat und insgesamt auch, wenn man die Tiere sehen kann, wirklich... Die sind wirklich sehr, sehr flach und nicht so wie zum Beispiel die ganzen Compatorina sind ja wirklich so relativ breit gebaut. Die sind wirklich eher sehr, sehr schmal. Genau. Zu den Geschlechtsunterschieden ist wie bei allen Fauchschaben zu sagen, dass die Männchen, hier sieht man zum Beispiel an der Gurke links im Rand, also in der Nähe von der Eierpappe da, das ist zum Beispiel Männchen, wenn man das sehen kann, an dem Halsschild, hat es so ganz leichte Hörner. Also ich kann es mal langsam probieren, darauf zu zeigen, dieses Tier hier. Und da sieht man das Halsschild, da wo ich gerade mit dem Finger war. Und auf diesem Halsschild sieht man ja diese zwei Hörner. Die sind wirklich, wie gesagt, bei dieser Art eher schwach ausgeprägt. Und das ist sozusagen den eher Geschlechtsunterschied. Natürlich kann man auch noch, wie jede Schabe, ihr kennt es, wenn man es so umdreht, das letzte Segment unterteilt, ist ein Männchen, sorry, letztes Segment unterteilt ein Männchen, letztes Segment nicht unterteilt ein Weibchen. Die Jungtiere sehen genauso aus wie die adulten Tiere. Das sieht man zum Beispiel hier mal als an der Eierbarbe. Sehen wirklich 1:1 aus wie ihre Eltern, nur halt in Kleinformat und die Männchen natürlich noch ohne die Hörner. Genau, dann wissen wir jetzt ja, wie man die schönen Tierchen unterscheiden kann. Und dann würde ich sagen, erzähle ich euch was über die Haltung. Die Haltung ist natürlich wie bei den anderen Fauchschaben auch sehr, sehr ähnlich. Nämlich sozusagen der Bodengrund spielt bei Fauchschaben wirklich ja eine sehr geringe Rolle, genauso auch bei den Insignis. Nämlich, da könnt ihr 5 cm Kokoshumus, Laubwaldhumus, manche nehmen Kleintiereinstreu, manche nehmen Flake Soil, Pinienrinde, da könnt ihr wirklich nehmen, was ihr wollt. Wie man hier sehen kann, in dieser Box befindet sich sogar gar kein Bodengrund, weil das züchterisch gesehen, wenn man natürlich mehrere Arten hat, kann man die wirklich auch halt gut sauber halten. Die sind nicht angewiesen auf den Bodengrund und die leben auch nicht im Bodengrund, wie zum Beispiel Leuchtschaben oder so. Den Tieren könnte man den Bodengrund natürlich nicht wegnehmen, weil man denen dann ihren Lebensraum wegnehmen würde. Die Fauchschaben sind aber natürlich eine kletternde Art, weil sowohl Jungtiere als auch Adulttiere scheibenlauffähig sind. Und wenn die Tiere meistens scheibenlauffähig sind in beiden Stadien, heißt es auch, dass es eine kletternde Art ist. Weil die ganzen kletternden Arten haben natürlich an ihren Krallen Saugnäpfe. Das haben die ganzen grabenden Arten zurückentwickelt, dass sie einfach bessere Grabwerkzeuge haben und brauchen ja dafür keine Saugnäpfe. Das ist immer auch so ein guter Unterscheidungsmerkmal, wie man die Box einrichtet. Können Jungtiere und Adulttiere Scheiben laufen, viel zum Klettern anbieten, können nur Adulttiere Scheiben laufen, halb zum Klettern, halb Erde, können gar keine, also zum Beispiel Euploberus oder Totenkopfschaben, gar keine Scheiben laufen, dann hauptsächlich Bodengrund und ganz wenig oben. Also da könnt ihr auch natürlich was machen, aber wie gesagt, darum soll es ja halt gar nicht gehen.
sind, wie ja gesagt, beide Jungtiere und Adulttiere scheibenlauffähig und somit kann man da einfach wirklich Rindenstücke, wie man hier sehen kann, es können Kolkröhren sein, können aber auch einfach von Laubbäumen Rindenstücke sein, können dann auch zum Beispiel Eierwaben sein, Kokosnusshälften, davon die Schale, es können Äste mit Moos bewachsen sein, Moos an sich als Deko könnt ihr da nehmen, ihr könnt euch da wirklich austoben. Sollte einfach wirklich gute Versteckmöglichkeiten sein und wie man es hier zum Beispiel bei der Eierpappe sehen kann, einfach solche Rillen, wo sich dann die kleinen Tierchen drin verstecken können, weil das mögen natürlich jede Schabe, mag sich schön zu verstecken. Genau, das wäre sozusagen zur Einrichtung. Luftfeuchtigkeitstechnisch brauchen die wirklich nicht so arg hoch, da würde ich zwischen 50 und 60% gehen, also sprich fast so eine normale Luftfeuchtigkeit bis maximal so ein Eck feucht. Und sonst könnt ihr auch entweder eine Wetbox anbieten, das heißt so ein Heimchendöschen mit Erde füllen, wo die sich, wenn sie es feuchter brauchen, hinsetzen können. Aber auch natürlich, wie man hier sehen kann, durch das Futter, die ziehen dann natürlich auch die Flüssigkeit raus und nehmen somit auch ein bisschen Feuchtigkeit auf. Temperaturtechnisch, wie viele Schaben, natürlich kommt diese Art auch aus Madagaskar. Und welche Arten von Madagaskar kommen, mögen es natürlich auch schön warm. Nämlich 25 bis 27 Grad Tagestemperatur, nicht über 35 und nicht unter 18 Grad. Ihr könnt auch eine Nachtabsenkung einbauen, das ist variabel, aber dann empfiehlt sich auf jeden Fall. Hier sieht man jetzt auch gerade rechts im Bild ein sehr imposantes Männchen und was ich an dieser Art auch so toll finde, am Rand dieses rostrote, diesen rostroten Rand, sehr, sehr hübsch, finde ich nebenbei. Genau. Dann hätten wir jetzt Temperatur und Luftfeuchtigkeit geklärt, wie ihr die Box einrichten könnt. Und jetzt würde ich noch euch erzählen, natürlich, was die Tiere für Futter brauchen. An Futter sieht man ja hier, die fressen Apfel, Banane, Gurke, Zucchini, Süßkartoffel, Karotte. Dann fressen die natürlich noch tierisches Protein in Form von Hundefutter, Katzenfutter, Fischfutter. Könnt einfach nehmen, was ihr zum Beispiel als, wenn ihr einen Hund habt, könnt ihr es natürlich einfach Hundefutter nehmen. Das eignet sich einfach je nachdem, was ihr vielleicht als andere Tierart noch daheim habt. Könnt ihr einfach von denen ein bisschen Futter abzwacken und den Schaben als tierisches Protein geben, weil das brauchen die einfach und dann kriegen die auch mehr Nachwuchs. Zum Alter, solche Insignes können auch 1,5 bis 2 Jahre schaffen, wie die meisten Fauchschaben. Genau. Die sind auch, wenn man jetzt die Vermehrung dafür sich interessiert, ob die zum Beispiel eierlegend sind oder so, das sind sie nicht. Sie sind wie alle Fauchschaben ovovivipar. Ovovivipar heißt, Schaben haben ja Otheken. Das ist sozusagen, eine Otheke heißt, das ist ein Eierpaket, wo die Schabe innerlich hat. Das sind sozusagen mehrere Kammern und immer einzelne Eier und die sind aneinander gebettet. Also, und das ist eine Otheke. Und die hat die Schabe innerlich, tut sie manchmal rausschieben, dann drehen wie so ein Hühner, wie Hühner ihr Ei. Schiebt es dann wieder rein und tut die innerlich sozusagen ausbrüten, weil da die Otheke natürlich beschützt ist und sozusagen auch nicht gefressen werden kann und wirklich auch natürlich von der Feuchtigkeit her und alles wirklich top passt. Kann natürlich auch mal sein, dass die eine Otheke verwerfen, wenn die nicht befruchtet ist oder irgendwelche Bedingungen nicht passen, aber meistens tun die Otheken innerlich belassen. Wenn die Otheken dann soweit sind, dass die Jungen schlüpfen, schlüpfen die innerlich und sozusagen die Schabenbabys gehen dann direkt raus ans Tageslicht. Also die sind sozusagen, kriechen dann raus aus der Mutter. Die sind also sozusagen nicht da drin und ernähren sich noch, wie sagen wir mal, wir Säugetiere uns dann noch von der Mutter oder so, dass wir da irgendwie noch eine Verbindung dazu hätten. Das ist bei denen nicht so. Wie gesagt, die schlüpfen dann aus ihrem Eierpaket, aus der Otheke und sind dann sozusagen selbstständig. Die sind dann, wenn die auf die Welt kommen, schneeweiß und klein. So sind übrigens alle Schaben, die ovovivipar sind. Das heißt, auch die ganzen anderen Fauchschaben, aber auch halt gerade die Insignis. Dann kommen die kleinen Süßen zur Welt, sind am Anfang wie gesagt weiß und nach ein paar Stunden sind die dann einfach so wie die großen Tiere, halt nur im Mini-Format. Dann fangen die sich an zu häuten und irgendwann habt ihr dann so wunderschöne, große, rötlich glänzende, tolle Schaben. Also finde ich wirklich bildhübsch, wie man jetzt hier wirklich schön sehen kann. Ich probiere nochmal eine nähere Aufnahme, wo man wirklich dieses Rot wirklich toll sehen kann. Ja,
fantastisch. Also ich liebe die. Genau. Könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Art auch schon mal hattet und wie ihr die farbtechnisch findet. Genau. Das wäre sozusagen von mir. Falls ihr noch Fragen habt oder ich irgendwas vergessen haben sollte, könnt ihr mir das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Dann beantworte ich euch sehr gerne die Fragen. Ich würde sagen, wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.